Ich habe es dann endlich mal geschafft, nach 20 Minuten und entpacken und hast du nicht gesehen, endlich ins Spiel reinzukommen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein, gucken, welche Schwierigkeitsgrad. Ich gehe natürlich erstmal auf Story. Weil zur Not spiele ich es einfach zweimal durch. Ich weiß es einfach. Ich habe schon gesehen, bei dem einen oder anderen, es ist ein wenig cutscene-lästig, der Anfang. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren Das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, Euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Die sieht deutlich besser aus als PlayStation. Bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Das habe ich lange nicht gesehen. Okay, jetzt kommt's. Aus Holland? Ne, so heißt die. Nicht meine beste Seite. 20. Am 25. Geburtstag. Ey, das finde ich so schnell sogar lesen. Bin neugierig. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Das wusste ich nicht. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Ja. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hey! Hallo Sie! Ihr Handy!
Du liebe Zeit. Danke Ihnen vielmals. Schon okay. Passiert jedem mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Aufgaben wird hinzugefügt. Im Menü unter dem Titel findest du eine Liste deiner aktuellen Aufgaben. Werf einen Blick darauf. Ey, ich spiele Controller. Dem, was hier schon gesagt war, zwar was dran, aber ich kann nicht einfach ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal geschnappt will, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Ey, das bringt aber auch nichts. Ich muss schleunigst nach Hause. Alter, mein Oma mir schon wieder an den Sack geschickt. Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Sie kracht die Gäste zu. Hoffentlich sehe ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Mensch. Mir überlegt sowas, ist in Deutschland unmöglich. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa! Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen! Du bewegst dich auf glatte... Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Oh. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Oho. Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen! Okay, Giggen. Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, hey! Warte nur, du kleine Rotzbürger, wenn ich dich erwische, erlebst du dein blaues Hammer! Ziegelstein! Lass das rein! Leckt aber ein bisschen. Leggy! Verdammt, Frey! Komm sofort zurück, Frey! Jetzt gibt's kein Zurück. Oh, alles noch dran? Oh, shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse.
Wann geben die endlich auf? Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Bin fast da. Und was passiert jetzt? Wo ist sie hin? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott! Wir finden dich, Frey! Du bist tot! Oh, fuck! Homer wartet bestimmt schon. Ich sollte jetzt weiß ich, Homer ist schon mal die Katze. Gibt die denn nach Hause? Ah ja. Typische Amis, immer anders. Sweet hell. Maschinen findest du sämtlichen Lesestoffe, auf denen du unterwegs stößt, und viele nützliche Informationen, zum Beispiel über Menschen, denen du begegnest. Du kannst aber auch nie darauf zurückgreifen. Eia. Das ist die Richterin. Die Lisa. Tools. Ah, hier kann man auch noch alles nachlesen. Statistik. Keine Tote? Nee. Wo ist denn meine Katze? Schon mal nix. Schöne Schuhe. Meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Sollen wohl Nike-Schuhe sein. Dafür wird ein Archiveintrag gemacht. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Wird schon nie verstehen. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Das Zeug schmeckt ihr nicht. Aber ich habe nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Es ist echt alles immer schief drin. Ah, Führungszeugnis. Kinderfoto, das. Ja. Oh Gott. Hab ich das früher gehasst? Alice im Wunderland. Verquerer und Verquerer, rief Alice.
Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Da sieht man erst, wie gut es eigentlich uns geht. Aha, sie hat ihre Jacke ausgezogen. War schon krass, 15 Minuten dran. Eigentlich noch nichts gespielt, außer ein bisschen Verfolgungsjagd. Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Läuft. Wenn das alles Hunderte sind. Also Geld sammeln. Die Kriegen loswerden. Nein, jetzt wieder. Hey, ich muss doch wissen, wer der vorher vorgelesen hat. Okay. So, ich weiß schon, wo die Katze ist. Hey, Homer. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Oh. Tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Busy? Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja? Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen, nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh dann hauen wir von hier ab. Du kannst kaum erwarten, von hier weg zu sein. Und die Arme, ey. Ach, man ist halt wirklich, wann geht's denn mal? Oh. Ich Homer finden. Homer! Na los, Kleine! Gut, ich weiß, wo sie ist. Homer! Ach, ein Glück. Wir müssen hier raus. Schnell! Nein, nein, nein! Durch die Tür geht's nicht. Fuck die Tasche! Ab durchs Fenster. Das ist wohl am Arsch, das Geld. Ihr Mies! Nicht so gut waren wohl die Damen. Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen.
Der geht's nicht so gut. Sorry, Kleiner. Frey, was ist passiert? Du siehst ja... Richter, was schon wieder ist. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Bray, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Besser so als irgendwo ausgesetzt. Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Ich überlege, ich müsste meine Katzen jetzt abgeben. Happy Birthday, Frey. Sonst war die Verhandlung. Danke, Mom. Ah, doch, kommt hin. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ist die RTX 3080. Verschwinde aus. 70 rennt natürlich hoch. Was das wurde angezeigt als ach so, die Katze wurde eingetragen, hat sich nichts geändert. Wird die denn selber angezeigt? Ach so, nur weil der Auftrag ist. Moin Hans. Die Grafik ist geisteskrank. Aha. Schönes Teil. Mein Freund, der Reif. Nope. So komme ich leider nicht rein. Nope. Ich muss woanders suchen. Den nicht stöhnen. Die Luft ist definitiv rein. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Oh Mann. Wow. Oh. 25 Minuten und ich hab den Reif schon.
Noch heller. Ja. Speichern. Speichern. Wieso habe ich denn bei YouTube? Ich bin auf YouTube auch live. Ich habe nur Englische da drin, gell? Nur, ob es läuft mit der RTX 3070, jetzt ob der 3050. Sorry, I'm German. I don't can help you. So, los geht's. Ach, du Heilige. Schon nicht. Ich glaube, hier ist auch noch wo nichts. Bin ich? Hey, Bruder. Was ist bloß passiert? Ich muss halt nur gucken mit den Einstellungen. Ob ich auf 60 FPS spielen kann, Mann, oder 30. Sieht's wie Hechtsuppe. So, jetzt fängt der Armreif an. Wo in aller Welt? In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt. Zumindest nicht die, in der du eben noch warst. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Heißa, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Pff, Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt so bekloppt. Aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Na, ganz schön am Nachtrendern, ne? Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. So, damit würde ich sagen, Kapitel 1 beendet. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Ja, das ist nämlich was.
Dann gehe ich einmal rum. Gott, der YouTube-Chat ist ja auch wieder verloren. Wegen FPS, warte, muss gucken. Ich habe auch nichts gefunden. Die Herstellung hoch. Schatten. Ich sage, ist eigentlich noch nicht mal alles an. Also für grafisch ist definitiv noch nicht alles an. Warte mal, Bildeinstellung. Das waren 60 FPS. Können wir es anzeigen lassen? Also es waren bis jetzt 60 FPS. Controller. Also 120 ist einstellbar. Gucken wir mal, was es mir gibt. So, aber ich würde sagen, Kapitel 1 ist jetzt erstmal rum. Ich gehe dann im nächsten Video auf Kapitel 2 ein. Im Stream machen wir eine kleine Pause. In dem Sinne würde ich sagen, kleiner Cut. In dem Sinne, bis in der nächsten Folge. Ciao, ciao.